Guten Tag und herzlich willkommen hier beim einzigen Spiel. Wir hatten angefangen, hier so einen kleinen Tunnel reinzuhauen, aber das ist relativ unsymmetrisch. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, das passt. Na, dann ist ja die Welt wieder in Ordnung. Joa. Zack, zack, zack. Das hier. Nee, warte mal. Das bauen wir eins nach hinten. Mann, scharf, ey, du gehst mir richtig auf den Zylinder gerade. Ja, ich überlege die ganze Zeit, über was für ein Thema wir reden können, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich egal, über was wir reden. So, warte mal. Golderz? Nee. Oh, danke, Nachbar, dass du deine verfickte Tür zuschmeißt. Ich konnte mich noch bremsen. Sag mal, es gab doch hier bemooster Bruchstein. Sehr schön. Zack. Und Bruchstein. Denn hier unten ist ja ordentlich Wasser am Start. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dass das ganz gut aussieht. Auch so finde ich das eigentlich okay. Machen wir das so. So haben wir es gemacht, genau. Ja, wenn ihr irgendwelche Erschütterungen hört oder wenn es dumpf knallt oder sonst was, gilt mein Dank und euer Dank an dieser Stelle meinen netten Nachbarn von unten, die einfach, weiß ich nicht, eine geistige Behinderung haben. Ne, nichts gegen geistig Behinderte. Aber wenn man in dem Alter, und das sind ja erwachsene Menschen, nicht weiß, wie eine verkackte Türklinke funktioniert, dann muss man schon geistig ziemlich weit zurückhängen. So. Das sind für mich Leute, die darüber lachen, wenn ich jetzt sage Penis. So. Dat, dat, dat. Ne, wenn man das alles so glatt machen würde, dann hat das gar keine so eine Tiefenwirkung, ne? Wie hier zum Beispiel. Das sieht nicht so pralle aus. Deswegen werden wir das noch so ein bisschen abstützen, ein bisschen verkacheln. Der Witz mit dem einzigen Spiel? Was für ein Witz? Das Krasse ist, wir können ja so ein bisschen über meine Nachbarn reden, ne? Kann ich euch ja mal ein bisschen so erzählen. Der hat mindestens einmal am Tag, hört man den, wie der sagt. Ich habe keine Ahnung, ob das seine Sprache ist oder was. Das ist immer, also mindestens einmal am Tag. Guck mal, das haben wir trotzdem mit Eiche gebaut. Eigentlich aufgepasst. Als ob der. Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich, wenn sein Gehirn furzt. Was finde ich denn jetzt besser? Ich glaube, mit Fichte finde ich es tatsächlich besser. Weil es so ein bisschen verwitterter aussieht. Wirklich, ey, der Typ, der ist einmalig. Ich habe mich ja schon ein paar Mal mit denen unterhalten. Ne? Der hat ja, als ich mal unten war und gesagt habe, sag mal, kannst du mal die Türen normal zumachen, bitte? Weißt du eigentlich, wie laut das hier oben ist? Da hat er mich angeguckt und hat gesagt, was, was, was? 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 Habe ich gedacht, okay, hey, der spricht unsere Sprache nicht. Aber nee. Als er nämlich mal extrem laut unten seine, keine Ahnung, ob der seine Vitrine zerschlagen hat oder was weiß ich. Jedenfalls, da war es extrem laut unten. Und da habe ich hier mal auf den Boden geklopft. Ne, wie man das so macht, kennt man ja. Und da hat er von unten gerufen und ich will an dieser Stelle einfach nur ihn zitieren. Hat er von unten gerufen: Komm runter, du Hurensohn, ich stech dich ab. Also gehe ich davon aus, er kann meine Sprache. Meine Sprache ist übrigens Deutsch, für die Leute, die den Großteil nicht verstehen von dem, was ich sage. Es ist Deutsch.
Ich habe keine Ahnung, wie wir das an der Stelle machen, weil das ja nicht symmetrisch ist. Der Baum hier muss auch weg. Deine Nachbarn sind Höllenmenschen. Höllen. Ich weiß nicht, was du meinst, Jana. Entweder Höhlenmenschen oder Höllenmenschen. Aber ja, das sind sie, das sind sie, das sind sie. Oh mein Gott, du sprichst Deutsch. Naja, ich weiß nicht, ob ich wirklich Deutsch spreche. Also gib mir auf jeden Fall immer Mühe. Gib mir Mühe, dass es wenigstens irgendwie Deutsch klingt. Und ich finde, das ist doch auch schon was. Machen wir das einfach so. Ja, sieht auch irgendwie komisch aus, ne? Hey Leute, wir müssen das symmetrisch bauen. Das geht sonst gar nicht. Mach mal Licht hier. Sonst krieg ich irgendwann hier, weißt du? Müssen wir natürlich die Mauer dahinter nochmal ein bisschen anders setzen. Und hier wahrscheinlich den Berg künstlich am Leben halten, wollte ich gerade sagen. So, aber dann können wir nämlich das hier verbinden. Und es sieht dann aus, als ob das quasi auch den Berg stützt, ne? Und das ist ja im Endeffekt ganz wichtig, dass da nichts runterfliegt. Das müssen wir vielleicht sogar noch eins höher machen. Obwohl, dann haben wir kaum noch irgendwie Berg oben drauf. Wenn da kein Berg ist, brauchst du nichts stützen. Nee, Leute. So geht das nicht. So sieht das schon ein bisschen besser aus. Regnet das schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Regnet verdammt oft im einzigen Spiel. Muss mal aufpassen, wo man hinschlägt hier. Die Bäume nehmen wir erstmal weg. Die können wir dann später nochmal pflanzen. Zur Not. Aber erstmal brauche ich hier einen klaren Überblick über das, was hier Dings. Wisst ihr Bescheid? So, pass mal auf. So sieht das auch ganz gut aus. Find ich, ne? Ist ja immer rein subjektiv. Was? Suppe! Nee, subjektiv. Was? Tief? Ja. So. Dann müssen wir das hier natürlich nochmal ein bisschen umräumen. Zack, zack, zack. Na, seid ihr schon eingepennt oder abgehauen?
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt damals so eine Unterführung für Schiffe gab. Das ist sowieso so eine Frage, die ich mir immer stelle. Alter, willst du mich verarschen? Wie tief ist denn dieser Fluss, bitte? Ich hab gedacht, das ist so ein kleiner Fluss. So, hier müssen wir natürlich auch terraformen. Denn wenn hier irgendwas durchkommen soll, muss natürlich hier der Graben ein bisschen tiefer sein. Seht ihr noch was? Ich nicht. Zack, zack. Na, was los, Leute? Wartet ihr da drauf, bis ich das ganze Minecraft PS3-Ding anspreche? Ich habe eigentlich gedacht, dass irgendeiner von euch sich dazu äußert. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt schon alle mitbekommen haben. Also die, die auf Twitter aktiv sind, die wissen es natürlich schon. Das komplette Minecraft PS3 Let's Play auf meinem Kanal ist gelöscht. Über 1 Million Views habe ich gelöscht. Über 152 Videos waren, glaube ich, sind komplett vom Kanal gelöscht worden. Und ich habe eigentlich drauf gewartet, dass irgendwie heute einer was dazu sagt, aber passiert ja nicht. Deswegen red ich einfach frech drüber. Denn ich will euch natürlich nicht im Unklaren darüber halten, warum ich das gemacht habe. Das Ganze hat den einzigen simplen Hintergrund, dass ich das Let's Play damals beendet hatte. Und auch für die für Leute, die ja immer nicht gucken, wie alt ist denn ein Video? Mit damals meine ich tatsächlich vor, glaub, 1,5 Jahren oder so, haben wir das Let's Play beendet. Und haben dann mit Minecraft auf dem PC quasi, ich glaube, am einen Tag später direkt weitergemacht. Und seitdem, seitdem war es so, dass ich quasi jeden Tag immer nur auf dieses Minecraft PS3 Let's Play angesprochen wurde und die Leute sich für nichts anderes interessiert haben auf dem Kanal. Wir haben zu Minecraft PS3 Zeiten, das fand ich schon ziemlich, es ist nicht so, dass ich mich drüber aufgeregt habe, sondern ich fand es extrem schade. Wir haben damals Diablo Let's Played, erst ich und dann ist er Paddy, die olle Stablumpe, noch dazugekommen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das Ding ist einfach, dass ich sehr schade fand, dass das quasi kaum Beachtung gefunden hat. Und ich denke nicht, dass es aufgrund des Spiels ist, sondern ich denke, dass es aufgrund davon ist, dass die Leute einfach nur Minecraft auf der PS3 sehen wollten und alles andere denen quasi scheißegal war. Ich verallgemeine das natürlich jetzt total, denn es gibt genügend Leute, die extrem dem Kanal treu geblieben sind, die ich heute noch unter jedem Video sehe. Und selbst wenn sie mal irgendwie einen Monat oder so gar nicht mehr einen Kommentar schreiben oder sowas, dann sieht man die Leute trotzdem irgendwann mal wieder. Und das finde ich cool, da freue ich mich auch sehr drüber und da bin ich auch extrem dankbar. Denn wie ich schon viel zu oft gesagt habe, was heißt viel zu oft, oft genug kann man es gar nicht sagen. Ich bin extrem dankbar dafür, für die Leute, die den Kanal abonniert haben. Aber nicht nur die, sondern für jeden Zuschauer, für jeden, der irgendwie sich denkt, hey, das Video war lustig, dem gebe ich einen Daumen nach oben und so, bin ich extrem dankbar für, denn, und das haben wir ja nun wirklich auch schon sehr oft bequatscht, wenn du noch einen kleinen Kanal hast, bist du einfach viel mehr als die großen YouTuber auf die Leute angewiesen, die deine Videos gucken. Ne?
Und deswegen bin ich absolut dankbar für jeden Support, den ich von euch bekomme. Ob ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder einen coolen Kommentar schreibt und mir quasi einfach das Gefühl gebt, so okay, hey, das was ich hier mache, das gefällt den Leuten. Das ist halt auch so ein bisschen wie so ein Motivationsschub immer für mich, wenn ich irgendwie einen coolen Kommentar lese, so hey, ja, hier und da und ich fand das super. Und damit meine ich jetzt nicht so Schleimer-Kommentare, sondern halt einfach nur coole Kommentare, die mir zeigen, so okay, hey, da hat jemand Spaß dran gehabt. Und das Problem mit dem Minecraft PS3 Let's Play, wie gesagt, war einfach nur, dass ich quasi nichts anderes, es ist egal, was ich gespielt habe, es ging immer nur um dieses Minecraft PS3 Let's Play. Und auch wenn es mir für viele, die sich das jetzt vielleicht gerade angeguckt haben, oder auf Twitter hat mir auch jemand geschrieben, was oder wie erkläre ich das jetzt meinem Sohnemann, 6 Jahre alt, es tut mir wirklich extrem leid und es hat mir auch extrem, in Anführungszeichen, wehgetan, diese Videos zu löschen, aber ich habe absolut keine Ahnung gehabt, wie ich das endlich mal irgendwann beenden kann, weil irgendwie, ich will halt auch weiterziehen, ne, ich will halt auch das machen, was mir Spaß macht und ich will das mit Leuten teilen, die auch Spaß daran haben. Und ich find's halt immer, auch wenn man immer sagt, ja, die Klicks sind mir egal. Ach Quatsch, wenn einem die Klicks egal wären, dann würde man keinen YouTube machen. Man macht ja quasi dieses ganze YouTube-Ding, weil man mit Leuten sein Hobby teilen möchte und das kannst du ja erst, wenn du überhaupt Klicks auf deine Videos bekommst. Und das ist extrem demotivierend, gerade für kleine Kanäle, wenn da keine Klicks kommen. Das weiß ich. Aber es ist für mich halt auch immer so ein bisschen demotivierend, wenn ich sehe, okay, 7700 irgendwas Abonnenten und von denen gucken sich dann so 80 Leute, wenn es hochkommt, Skyrim an. Und von den 80 Leuten, die sich Skyrim angucken, sagen 10 Leute, hey, das Video hat mir gefallen, ich gebe dir einen Daumen nach oben. Und das Problem ist, diese Daumen nach oben und so, das ist mir gar nicht so wichtig, wie es scheint. Das Problem ist nur, dass man als derjenige, der das Video macht, hat man irgendwie das Gefühl so, dass halt nur 10 Leuten das Video überhaupt gefallen hat. Auch wenn es Schwachsinn ist. Aber, ja, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich das nur mal so ansatzweise erklärt haben, warum, wieso, weshalb ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Für die Leute, die mir haben welche geschrieben, du wirst das total bereuen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nie. Warte mal, können wir nicht hier unten irgendwie, wir können doch hier so Kürbislaternen hinstellen. Dann haben wir doch hier so ein bisschen Licht, ne? Ja, dann sehen wir hier auch was. So. Meine Laptop-Let's Plays. Es war unheimlich übel. Und das war ja, glaube ich, auch eins der ersten Sachen, die Patty gesagt hat, als ich ihm erzählt habe, so ja, ich habe das Minecraft PS3-Let's Play gelöscht. Es ist unheimlich übel, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat. Denn das offen, das war ja noch alles mit Rendern auf dem Laptop und so, und mein Laptop ist nun mal richtig scheiße gewesen. Aber naja, ich sehe es so, es ist für mich kein Neuanfang, denn der Kanal läuft ja weiter. Aber es ist so, dass ich jetzt mit einem Thema einfach abgeschlossen habe. Ich freue mich über jeden, der dem Kanal erhalten bleibt, ich freue mich über jeden, der mein Hobby mit mir teilt, aber ja, wenn ihr da drauf keinen Bock habt und euch sagt, hey, ich wollte Minecraft PS3 sehen, jetzt machst du es nicht mehr, Arschloch, dann ist es okay, dann zieht weiter. Es gibt genügend andere Kanäle, die Minecraft auf der PS3 Let's Playen. Es gibt auch andere Kanäle, die sich irgendwann mal genauso geäußert haben wie ich und gesagt haben, hey, auf dem PC, da gibt es mehr Möglichkeiten, da kann man mehr machen. Und diese Kanäle machen heute wieder Minecraft PS3. Denn auch die haben natürlich gemerkt, okay, da bleiben die Klicks aus. Und ich will den Leuten nichts vorwerfen, um Gottes Willen. Jeder soll das machen, womit er glücklich wird. Aber für mich ist das keine Option, nur wegen bisschen weniger Klicks, oder was heißt bisschen weniger,
Es sind ungefähr 10% so viele Klicks, wie es damals waren. Und ich sehe schon, wir sind voll über der Zeit gerade. Aber nur wegen Klicks werde ich meine Entscheidung nicht rückgängig machen. Ich stehe zu meiner Entscheidung und ich bin zufrieden damit. Auch wenn es viele vielleicht nicht nachvollziehen können. Ich bin absolut zufrieden mit meiner Entscheidung. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Support, den ich auch weiterhin bekomme. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es halt so. So, Leute, wir machen aber hier kurz Ende. Was heißt kurz Ende? Für euch im Livestream ist kurz Ende. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Folge von dir auf YouTube, der du dieses Video guckst und sagst, dieser Wichser, ich Minecraft PS3, ist mein Leben. Nein, von dir verabschiede ich mich auch. Wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du das Video siehst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.